unglaublich. Also ich durfte ja schon ein paar Mal auch von mehr Zuschauern spielen, aber das heute war schon was Besonderes für die Frauen-Bundesliga gerade. Bei der Nationalmannschaft haben wir es ja jetzt mittlerweile zum Glück auch ein bisschen häufiger. Aber sowas, gerade hier in Köln, ist ein besonderer Verein. Ich bin einfach nur unglaublich dankbar, dass ich da heute ein Teil von sein durfte. Ich habe gesagt, wo, wenn nicht in Köln. Das habe ich den Mädels vorher auch gesagt, dass Köln so eine fußballverrückte Stadt ist, dass wir jetzt daran teilnehmen durften, auch als Gegner des Teams. Wahnsinn. Und für mich persönlich als Kölnerin war das echt was ganz Besonderes. Eine kleine interne, es gibt auch eine Eintracht-Hymne, die singe ich nicht mit. Und in meinem Kopf, als die FC-Hymne dann angestimmt wurde, habe ich dann ein bisschen im Kopf mitgesungen. Natürlich nicht nach außen hin, aber Spaß beiseite. Es ist echt was Besonderes, zu Hause zu spielen, aber ich spiele für die Eintracht Frankfurt. Und das hat man, glaube ich, heute dann auch gesehen, dass ich da auf dem Platz nichts kenne. Es war, ich kann das mit nichts vergleichen, tatsächlich. Ist jetzt auch ein bisschen schade, dass das wieder vorbei ist. Wir haben das sehr, sehr genossen und auch als wir gerade die Runde nochmal gemacht haben, also verlierst hier 2-0, nimmst 0 Punkte mit, aber trotzdem doch so viel und die Taschen fühlen sich trotzdem irgendwie voll an und das Herz vor allem auch, deswegen sind wir sehr glücklich. Ja, nochmal die Kirsche auf der Torte und deswegen Respekt. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, Respekt vor dieser Kulisse und es wäre schön, wenn wir das einfach ja, mehrmals so haben. Ja, das hoffe ich. Wir müssen da echt schauen, wir müssen da Gas geben, wir müssen ordentlich Werbung machen, weil das heute, das war schon eine ordentliche Messlatte, muss ich sagen. Und da müssen wir uns jetzt ordentlich anhalten. Deswegen hoffe ich auch, dass wir den Rekord jetzt nochmal knacken können.